wurde begangen, Hugos Krankheit zu untersuchen, doch seine Behandlung löste Krämpfe aus. Amicia und Lukas wurden losgeschickt, um beruhigende Kräuter zu suchen. Sie stellten fest, dass die Ratten verschiedene Gebiete der Roten Stadt angegriffen haben und kämpften gegen die Armee des Grafen, der die Bewohner blindwütig töten ließ, um die Ausbreitung des Bisses einzudämmen. Amicia zeigte erneut ihre erbarmungslose Seite und wurde verhaftet. Man verurteilte das Duo zum Tode, doch dank Lukas kann sich Amicia wieder auf ihre Verantwortung besinnen. Und so gelingt es beiden zu fliehen und Hugo die rettenden Kräuter zu bringen. Kein Moment zu früh. Geht's dir gut? Nein! Wusstest du das mit Hugo? Ich wollte es dir erzählen, aber. Es wäre besser gewesen. Wir reden von meinem Bruder Lukas. Ich wusste nicht, dass Magister Vaudeur es dir so sagt. Gott, das ist so. Gehen wir weiter. Ja. So, und an dieser Stelle. Hallo YouTube! Ja! Ich weiß, es ist super, super, super lange her. Wir haben das letzte Mal A Plague Tale Requiem gespielt vor, ich würde sagen, ziemlich genau 2 Monaten. Anfang November. Wir haben jetzt Anfang Januar tatsächlich, 2023. Und ja, ich habe in der ganzen Zeit nicht gespielt. Weil, ich muss es leider sagen, auf Twitch ist das Spiel gar nicht so gut angekommen. Das ist, würde man aus Streamersicht sagen oder aus Unternehmungssicht würde man sagen, Unternehmenssicht. Oder wenn man ein Unternehmen ist, aus dessen Sicht. Würde man sagen, es ist gefloppt. Und weil der Andrang auf dieses Game auf Twitch nicht so groß war, habe ich gesagt, okay, dann spiele ich es privat weiter, weil ich selber bin großer Plague Tale-Fan. Der erste Teil, auch wenn er seine Schwächen hatte, hatte mich storytechnisch und auch von der Stimme und dem Ganzen total in seinem Bann. Habe mir ja sogar die Collector's Edition gegönnt. Habe es mir extra importieren lassen. Also ja, das macht man ja nicht für irgendein Spiel. Und ja. Ich komme erst jetzt dazu, es aufzunehmen. Ich wollte es dann im Januar aufnehmen, weil im Dezember habe ich einfach keine Zeit. Es war zu viel los, zu viel auf Twitch, zu viel privat. Man kennt's. Und da bin ich jetzt nun tatsächlich auch mehr unfreiwillig, weil Twitch hat heute gesponnen und ich wollte einfach nicht. Ich war schon zurechtgemacht. Alles war schön und ich bin eigentlich auch in Stimmung, habe auch Lust zu spielen. Und dann dachte ich, komm, wenn Twitch nicht will, dann nehme ich halt auf. Umso besser. Dann muss ich es nicht auf Wochenende schieben, kann ich es gleich machen. Und da sind wir nun. Entschuldigt, meine Oberlippe juckt die ganze Zeit. Folgendes: 2 Monate nicht gespielt bedeutet, ich habe aktuell jetzt gerade in dieser Sekunde keine Ahnung, wie die Steuerung war. Das heißt, ich werde jetzt gleich nochmal für mich kurz gucken, wie die Steuerung funktioniert. Eventuell werde ich das rausschneiden. Wenn ja, dann werdet ihr das nicht merken. Vielleicht lasse ich auch es drin, falls ich mich gleich wieder reinfinde. Ja. Bis gleich, Sekunde. Es ist jetzt natürlich auch für mich super ungewohnt, halt nur ein Let's Play zu machen. Ich glaube, ich habe ewig schon kein Let's Play mehr nur für YouTube gemacht, weil ich halt immer alles auf Twitch aufnehme. Oha, was ist das? Ist das nur auf meinem Fernseher so? Im OBS so? Dass es an den Ecken so flackert? Das ist ja super widerlich. Kamen da Updates? Kann das sein? Bewegungsunschärfe ist tatsächlich auch aus. Ich kann mich nicht erinnern, dass das vorher gewesen ist. Seht ihr das? In den Ecken, wenn ihr euch auf die Ecken konzentriert, dass das so komisch verwischt, schrägstrich flackert. Sieht komisch aus. Weiß nicht, ob das irgendwie an dem Patch liegt, weil wie gesagt, es wurde ein bisschen was geändert zwischendurch. Und warum mir das hier immer noch alles krabbelt, keine Ahnung. Ich kann akt. Ah, okay. Rechts oben ist. Gott, Stein mit Schleuder. Oh, weia, das. So wechsle ich dazwischen. Keine Ahnung mehr, überhaupt nicht. Ich habe 2 Töpfe. Auch Wolke. Also damit mache ich, glaube ich, Feuer aus. Damit mache ich Feuer an. Das ist einfach nur Geräusch. Stein werfen. Stein mit der Schleuder werfen. Aktuell geht aber irgendwie nichts. Kreis ist immer noch ducken. X wird immer noch springen sein, denke ich mal. Gedrückt eigentlich. Ach, die Menütaste, die große. Ignifer, Extingius, steht doch alles nochmal da. Genau, wir haben einen Fertigkeitenbaum. Oha, also ich glaube, das könnte echt ein bisschen haarig werden.
Ich hatte auch überlegt, ob ich einfach nochmal von vorne anfange, um wieder reinzukommen im Spiel, aber ich habe. Das ist echt nicht. Das ist nicht gelig, dieses Drehen. Aber ich habe da einfach nicht so die Lust zu. Das jetzt nochmal zu machen. Es fühlt sich nicht. Warum fühlt sich das so schlimm an? War das vorher schon? Ist ja furchtbar. Rennen wir so? Rennen wir so? Nein. Okay. Also rennen kann ich irgendwie aktuell auch nicht. Ist das mit reingedrücktem Stick vielleicht? Nee. War ja. Also dieses Bewegungswackeln finde ich echt hässlich. Ich weiß nicht, ob ich es nur gerade sehe auf meinem Fernseher. Genug gejammert. Wenn ich mich recht entsinne, wollte der Priester Ugo aufgeben. Er wollte ihm so eine Art Pflegeheim geben, in so eine Art Hospiz, wo er dann halt seinen letzten Atemzug tun soll. Amicia möchte das natürlich nicht. Und hat auch von dem Traum erzählt, den Ugo hatte, und dass es doch irgendwo einen Ort und ein Heilmittel geben muss. Wir betrachten jetzt einmal die Stadt hier. Sieht sehr, sehr schön aus. Ich mag es. Ich lieb's. Ich weiß gerade nicht, was wir jetzt nochmal mit Ugo machen. Controller vibriert auf jeden Fall noch. Hergehört! Der Graf von Arl hat eine Ausgangssperre verhängt. Alle Einwohner müssen zu Hause bleiben. Eine Patrouille. Was ist los? In der Stadt herrscht Ausgangssperre. Wer draußen bleibt, wird festgenommen. Da haben wir es. Sie sperren die ganze Stadt ab. Denk an das gesperrte Viertel. Die wollen doch nicht die ganze Stadt säubern, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen schnell zum Boot. So, wir joggen hier entspannt hinterher. Ah, war schon immer noch so schön. Ich hoffe, dass ich mich heute neu verlieben werde und ja, dass ich gut durchkomme bei dem Game. Wenn das halt alles so lange her ist und man nicht mehr weiß, wie was geht. Ich kann es auch während des Laufens machen. Das ist ja ganz nice an für sich. Kein Grund zur Panik! Die Armee der Propos hat die Lage unter Kontrolle! Ja, und jetzt erzähl ihnen, was das bedeutet. Ja, und wir hatten ja diese Momente, wo Amicia ja so eine dunkle Seite gezeigt hat. Der Wachturm dort hinten. Er führt uns zum Hafen. Bereit machen, Männer. Wir bringen die Fracht bald zu den Docks. Zu den Docks? Da wollen wir doch auch hin, oder? Die Käfige auf dem Karren. Das sind Leichen aus der Arena. Da bringen sie also hin. Der Wachturm. Ich immer noch mein das? Wahrscheinlich. Das muss der Wachturm sein, von dem sie hier reden. Amicia, wenn wir da sind, dann hältst du dich mit der Schleuder zurück, ja? Nicht wie in der Scheune. Wir töten keine Soldaten mehr. Keine Sorge, ich hab dich verstanden. Mir fällt schon was ein. Ja, es ist ja nicht so, als hätten wir eine Wahl gehabt, oder? Ich finde das jetzt so ein bisschen komisch, dass das jetzt so als böse dargestellt wurde. Ich meine, wir haben das im ersten Teil auch gemacht. Manchmal gehört das halt eben irgendwie dazu. Wir wollten ja auch nicht unbedingt Blumen pflücken mit uns. Gut. Okay. Den Strauch hier kann ich nicht. Ich guck mal wegen Loot. Das Fläschchen da sieht aus, als könnte ich es einsammeln. Kann ich aber nicht. Ah, ich erinnere mich, als ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe, war das ein anderer Fernseher. Da ist ja mein Bildschirm kaputt gegangen. Deswegen sieht das jetzt aus, wie es aussieht. Ich muss wahrscheinlich einen anderen Bildschirmmodus einstellen. Du wolltest, dass ich Magister Vaudin nach der Insel frage. Wegen des Gemäldes in der Loge. Was hat er gesagt? Dass es nur ein Symbol sei. Ein Symbol mit zwei Gipfeln? Wie in Hugos Traum? Ich weiß. Die Insel, das Erwachen der Makula, der Orden, das ist zu viel. Schön, dass du es auch so siehst. Es hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen. Bist du nicht. Ich bin hier. Hm. Sehr glaubt ihr auf jeden Fall. Sequenz, Sequenz. Tut mir leid, Amicia. Wegen Ego. Er ist noch nicht tot. Alles klar.
Und vergiss nicht, wenn wir keinen töten, wird uns keiner töten. Verstehe. Keine Toten, keine Probleme. Suchen wir das Boot. Das sehe ich noch nicht. Wie ähnlich sie einfach ihre Mom sieht. Finde das Boot des Ordens. Da wären wir. Wo ist unser Boot? Rot-weißes Segel. Da vorn. Es ist noch da. Zum Glück. Unser Lotse hoffentlich auch. Ja, stimmt. Ganz da hinten sogar. So, jetzt weiß ich nicht, wo ich zuerst hinlaufen soll. Ich würde eigentlich gerne nach rechts gehen, um mich da umzugucken. Ich habe aber Angst, dass ich dann links alles verpasse. Obwohl die Fackel ja eher dafür steht, dass es da weitergeht. Ich guck mal, was ich hier finde oder nicht finde. Ist mein Hund? Ach, Loot. Schau an. Stücke. Gott, ich glaube, damit konnte ich nochmal mein Zeug aufrüsten. Da ist das ein Blümchen? Ah, fürs Herbarium. Oh, sie sieht so schön aus. Ich nehme sie mit. Für Hugo. Das müsste Enzian sein. Der wird ihm gefallen. Ich würde ihm gern so viel mehr bieten. Er liebt alles, was von dir kommt. Da wäre ich nicht so sicher. Bin echt gespannt, was das noch hinausläuft. Das mit der dunklen Seite und dem Ganzen. Ist cool, dass wir durchs Wasser laufen können. Okay, hier geht's nicht weiter. Habe ich mir fast gedacht. Aber irgendwie gehofft, dass man noch ein bisschen gucken kann. So, nun ist das so, dass man echt ein bisschen schwummrig wird, wenn ich mich hin und her drehe. Das war im alten TV nicht so. Bin noch am Überlegen, ob ich mal gucke, ob ich den Bildschirmmodus umstellen kann. Krabbenkäfige. Ein bisschen umgucken. Eine Kiste. Aufwerten. So kann ich auch Sachen aufwerten, wenn ich jetzt einfach gedrückt halte. Ich kann aber auch so machen. Genau, ich wollte ja ein bisschen sparsam sein. Es kann sein, dass wir gleich ein bisschen Werwolf-Geräusche im Hintergrund haben. Mein Hund hat nämlich gerade das dringende Bedürfnis, sich in seinem Bettchen zu wälzen. Und Wölfchen zu spielen. Mann, das Wasser, das ist alles so klasse gemacht. Da kommt da so ein Spiel her, wie The Quarry. Mega teuer. Kriegt kein Wasser animiert, ne? Aber Azubo. Ihr solltet schon längst am Tor sein. Da sind sie. Komm weiter, leise. Lass mich in Frieden. Diese Krüge dürfen nicht kaputt gehen. Der Stadt bleibt nicht viel Zeit. Die Stadt braucht unbeschädigte Krüge. Beruhig dich. Genug diskutiert, Soldaten. Bewegung, los! Was machen die da? Nichts Gutes, würde ich sagen. Wir sollten einfach hier verschwinden. Der Vorfall in Guyenne soll dort nichts als Massengräber hinterlassen haben. Ja, und bald landet ihr auch in einem. Ami ist ja wieder ein Sonnenschein. Diese Ausgangssperre wird sie alle umbringen. Ja, das wird schrecklich. Ein Festmahl für die Ratten. Mein Hund. Mein Hund, also falls ihr es hört, es tut mir leid, aber es ist doch ein bisschen süß. Alles klar, öffnet das Tor! Hey, Neulinge, ihr wisst, was zu tun ist? Ihr passt auf die Gefäße auf, bis wir auf der anderen Seite sind. Unser Leben hängt davon ab. Hoffen wir aufs Beste. Los. Sieh dir die Mauer an. Ja, die haben sie schnell hochgezogen. Sie versperrt uns den Weg zum Boot. Was sie meinen die Mauer? Viel Glück, Leute! Ich hätte das gar nicht Mauer genannt, sondern Zaun. Man bestimmt diese Holzbalken, die sie da hingestellt haben. Warum machen Hunde und Katzen das eigentlich? Sie machen das immer nur dann, wenn es gerade echt ungünstig ist. Ich bin so ein bisschen am Überlegen. Nee, von da kamen wir. Wo ich hier Loot finde, welchen Loot ich brauche, ob ich ihn brauche. Ich habe Angst, dass ich hier gesehen werde.
Da war irgendwas mit den Helmen, ne? Wenn die Helme auf hatten, konnte ich doch bestimmte Dinge nicht tun. Da ist eine Luke, da muss ich wahrscheinlich gleich runter. Da geht's aber auch hin. Ich habe gehört, diese Stadt war einst das Handelstor zum Mittelmeer. Und bald ist sie das Tor zur Ausbreitung des Bisses. Wirklich traurig. Da habe ich schon wieder so einen Schiebekarren. Da muss ich hoch. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo kann ich denn hier eigentlich nie rennen? Was ich jetzt hier nochmal mitmachen sollte. Nicht gleich runterspringen, bitte. Tut mir den Gefallen. Ich will nur aufmachen. Auf zum Tor. Ganz ehrlich. Das finde ich gerade ein bisschen nervig. Ich dachte, jetzt kommt sowas. Oh, das kriegen wir nur auf mit Hilfsmittel XY oder so. Und wollte aber das erstmal triggern. Und jetzt sagt er so, jo, auf zum Tor. Jetzt habe ich das da oben verpasst. Das ärgert mich so sehr. Wer weiß, was ich da oben bekommen hätte. Manchmal wäre sowas, was du in anderen Spielen hast. Das heißt, wenn du das jetzt drückst, kommst du nicht mehr zurück. Da gibt es dann so ein X oder keine Ahnung, je nachdem, welche Plattform du spielst, mit so ganz vielen Pfeilen. Das wäre jetzt echt schön gewesen. Ich glaube, das war auch nicht das erste Mal. Sind das wieder diese Säcke? Ich muss mich echt erinnern. Auf die man schießt und dann wird man nicht gesehen. Ist das wieder sowas? Soldaten, bitte Helm. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Glaubst du, dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich hätte meine Mutter noch mal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Nicht gerade viel. Da hinten ist wieder sowas, womit man Krach machen kann. So, der läuft ja immer nur hier hin und her. Da kriege ich ein Messer. Wenn ich das jetzt in die Hand nehme, kriege ich bestimmt Ärger. So, ich glaube, ich muss da hoch, würde ich jetzt schätzen. Oh, kann ich da vielleicht durch? Das wäre gut. Das habe ich vorher nicht gesehen. Falscher Alarm. Jetzt stand hier was von Rauchwolke. Machen wir vielleicht und gleich. Auch hoch, sehe ich gerade. Ein Geräusch? Ist da jemand? Ich sehe mich mal um. Ich finde es aber gut, dass sie glauben, dass wenn da jemand sich heimlich versteckt, ob die dann antworten. So, vielleicht komme ich ohne diese Teile hier aus. Das wäre nichts ganz zu sehen. Ganz kurz schauen, was ich hier machen muss. Ah ja. Kann ich da vorbeikriechen? Hier durch. Ja. Puh. Das macht doch jetzt aber Krach, oder? Ah, clever. Nein, Gott. Das sieht aus wie ein Schlachtfeld. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Folgen wir dem Wagen und schön die Augen offen halten. Also was da passiert ist, würde mich jetzt aber auch interessieren. Das ist schon so lange her. Ich erinnere mich an die Details nicht mehr. Ich glaube,
weiß, was hier geschehen ist. Sie machen wieder genau den gleichen Fehler. Sie nutzen die Ratten? Machen Sie das? Sie kommen! Sie müssen sich beruhigen. Ich fürchte, es ist zu spät. Sie sind nicht weitergehen, Amicia. Oh Gott! Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erschüttert. Die Flüssigkeit auf dem Boden ist aus den Gefäßen. Das ist Teer. Und der brennt wie Zunder. Los, versuch ihn anzuzünden. Ja, ja, versuchen wir's. Mal ein bisschen Ignifer hergestellt. So, wo ist denn der Teer, von dem Sie da gesprochen haben? Das da? Hätte ich nicht erwartet. Sie auch nicht. Pass auf mit den Flammen. Mein Bildschirm ruckelt, das irritiert mich ein bisschen. Ich glaube, ich muss gleich mal den Bildschirmmodus ändern. Entschuldigt bitte. So, jetzt bin ich im Spieloptimierer drin. Das ruckelt bei mir ganz doll. Im OBS aber gar nicht. Jo, also ich habe jetzt nicht herausgefunden, was ich da ändern kann. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich nehme das jetzt einfach so. Dann ist gut. Solange es im OBS nicht zu sehen ist, ist es ja das okay. Feuerbecken. Es ist beweglich. Ja. So, jetzt ist die Frage, müssen wir da hoch? Wo gehen wir jetzt mit dem Feuerbecken hin? Das ist alles falsch. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Bis die Ratten einmarschieren. Amicia. Der Orden hat sicher spezielle Einrichtungen in Marseille. Ausrüstung und Leute. Leute wie Baudin? Wie soll das bitte enden? Ich gehe mal lieber darüber. Hier bleiben ist der sichere Tod. Weiter geht's nicht. Reicht ja schon. Ich dachte erst, wir müssten da los die Kisten hoch. Wir kommen näher. So war es nicht. Ach, mehr von ihnen. Das Gebäude links sieht sicherer aus. Aber rechts ist. Rechts ist Loot. Warte, wie war das jetzt nochmal? Ach ja. Steinstellen, Schleuder und dann ein Köder dahin. Okay, der Fisch ist da. Jetzt brauchen wir etwas, dass das Feuer erlischt. Die Ratten haben den restlichen Steg zerstört. Hoffentlich kommen wir da lang. Ich will noch mal herstellen. Wollt mich nicht hinhocken? Wie renne ich denn nochmal? Ach! R2 ist Rennen. Ich habe mich herausgefunden. Durch. Es wird langsam. Ekelhaft. Das soll Teer dieser sein? Geruch. Teer verursacht Kopfweh. Ich höre keine Ratten. Nein, aber sie waren hier. Sieh mal. Gott, was ist denn das? Eine Teerwerkstatt. Hier werden wohl Bootsrümpfe versiegelt. Die Mechanismen sind noch intakt. Hier riecht es anders. Harz, also, das ist ein Mischbecken. Ich weiß ja, dass Sie Teer sagen, aber ich kenne Teer als etwas Schwarzes. Ist das vielleicht kein Teer, sondern dieses Fett vom Walfang? Und ist das ein Übersetzungsfehler? Gerade vergessen, das Fass dort oben muss der Verdünner sein. Wir sollten weiter. Oh nein! Bleib zurück! Sie folgen uns! Kein
Panik. Wir haben Harz. Mit dem Verdünner dort oben wird daraus Teer. Ein Teerbecken. Das könnte uns den Weg zur Tür ebnen. Das Fass ist aber ziemlich weit oben. Vielleicht kommen wir irgendwie dran. Mal sehen. Diese Seile bewegen die Plattform. Zum Bedienen muss man die Leiter hinter dem Gitter hochklettern. Wir müssen darüber. Okay, also wir müssen jetzt dahin. Ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, Harz und Verdünner macht Teer. Das macht jetzt für mich auch nicht. Egal. Es ist Teer. Sie sagen, es ist Teer, also ist es wahrscheinlich Teer. So, ich kann jetzt dichter durchklettern? Wahrscheinlich nicht. So, nicht aus Versehen etwas Brennendes benutzen. Gut gesehen. Wir fabrizieren also Teer. Ich weiß, aber es sollte nicht lange dauern. Dann lass uns loslegen. Es sieht halt überhaupt nicht aus wie Teer. Aber gut. Gut, soll ich die Becken übernehmen? Was meinst du? Ja, geh die Leiter hoch. Ich bewege die Plattform. Schon dabei. Es regt mich auf, wenn ich Dinge nicht nehmen kann, die ich nehmen möchte. Wenn ich noch genug, um das nochmal zu nehmen, dann kann ich einfach einsacken. Er ist da jetzt hochgeklettert, oder? Und ich soll das jetzt machen. Nochmal. Ja, Kurbel bis zum Ende. Überlass das mir. Ich dachte, ich muss mehrfach drücken, aber offensichtlich muss ich nur gedrückt halten. Gut. Warte auf mein Zeichen. Geht klar. Bin bereit. Jetzt einfach loslassen. Ich lasse los. Festhalten. Komm zu den Becken zurück. Komme. Ich dachte, ich schieße jetzt hier durch. Der Verdünner. Na klar. Alkohol, natürlich. Bereit? Ja, lass uns Teer machen. Rein damit. Kennst du die richtige Menge? Nein, ich improvisiere. Bring uns bloß nicht um. Fertig. Du kannst es anzünden. Alles klar. Mal sehen, was der Teer taugt. Ha, es funktioniert. Ja. Okay. Tja, da fehlt ein Stück. Was nun? Ich stecke fest. Warte. Ich glaube, sie haben hier mit ein paar Zutaten experimentiert. Ja, könnte klappen. Ich werf sie dir rüber. Diese Viecher sind ziemlich nah. Ich werf sie dir rüber. Hier. Sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Okay, L1 steht da. Los! Du hast jetzt Harz und Alkohol. Misch sie! Oh Gott, es ist wieder was Neues. R1 gedrückt. Harz. Fertig! Perfekt! Wirf einen Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Also dann? Da rein, schätze ich mal. Es muss klappen. Mal sehen, was der Teer taugt. Werde ich mir das alles jemals merken? Perfekt. Ja, das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komme. Oh mein Gott. Ich wäre jetzt fast gestorben wegen Feuer. Ich muss mich aber nicht heilen, oder? Holt sie sich gleich wieder? Du meine Güte. Du hast mich gerettet. Das war der Teer. Das Zeug wirkt Wunder. Wie auch immer, ich danke dir. Das brauchst du nicht. Ich wäre jetzt fast draufgegangen. So, ich weiß, er war gerade hier oben und wahrscheinlich muss ich hier nicht hoch, aber... Vielleicht hat der Junge ja noch irgendwas übersehen. Ich bin da wirklich hoch. Da hinten ist eine Kiste. Amicia, danke. Es ist eine sehr hübsche Kiste. Ich hoffe, das hilft uns weiter. Ja, sowas Hübsches haben wir vorhin wahrscheinlich auch übersehen. Und Werkzeug und Teile, ich weine. Ich
muss nochmal daran zurückdenken, was ich da übersehen habe. Es war sehr, sehr unglücklich. Da geht's auch nochmal hoch, sehe ich gerade. Und von da sind wir gekommen. Nix mit, da geht's hoch. Stupefaktio? Stupefaktio. Ich hoffe, ich komme gleich nochmal in die Stimmung rein. Irgendwas mache ich gerade falsch. Die Orientierung, sie verlässt mich. Wir kamen von der anderen Seite. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich kann leider nicht mal sagen, es ist spät. Es ist noch nicht mal Mitternacht. Ich bin einfach nur gerade nicht so auf der Höhe. Ist unser Boot da vorn? Seid ihr da nicht so sicher? Hör zu, Amicia. Wegen Hugo. Ich war zwischen Magister Vaudin und deiner Mutter hin und her gerissen und... Ach, ich lag falsch. Ich war nicht bereit. Ich darf ihn nicht verlieren. Wir schaffen das schon. Ja. Wir schaffen das schon. Da ist der Wachturm. Die Boote und das alles. Ich bin mir auch gerade gar nicht so sicher, wohin es hier eigentlich gehen soll. Ich will mir mal alles angucken eigentlich, aber zu wenig Zeit. Oh, sorry. Ich wollte da nicht drauf treten. Ich glaube, es wird mir vielleicht noch in einer hektischen Situation das ein oder andere Mal passieren, dass ich aus Versehen die falsche Munition hier wegschieße. Wenn ich so hin und her gucke, suche ich nichts. Ich schaue es mir einfach nur gerne an. Ich genieße das sehr. Ich hoffe, für euch ist es nicht so dunkel, aber es sieht auf dem Kontrollbildschirm meistens eh immer ein bisschen dunkler aus, als es dann letztendlich tatsächlich ist. Hier komme ich zum Steg, aber das ist nicht unser Boot. Wo ist denn unser Boot? War das nicht als mit rot-weißem Segel? Bin ich blöd? Oder kommt jetzt gleich... Oh, unser Boot ist weg. In diesem Moment sterben sicher viele Menschen. Und trotzdem ist es so still. Wir sollten gar nicht hier sein. Du glaubst immer, dass du es kontrollieren kannst. Aber wir sind bloß kleine Steinchen auf dem Pfad der Makula. Ich bin kein Steinchen, Lukas. Ich meine nur, dass du dich nicht schuldig fühlen musst. Mag sein. Komm, unser Boot wartet. Schaffen wir Hugo hier weg. Wie du meinst. Dann sind wir noch nicht da. Neue Erinnerung, kein Steinchen. Da ist uns zwischendurch einer durch die Lappen gegangen. Ich befürchte genau dort, wo wir es nicht gesehen haben. Ich sage einfach, dass es da ist. Okay, das spielt dann einfach nochmal den Text durch. Dann müssen wir wahrscheinlich doch da hoch. Das sieht... Ach, da. Hier durch. Das war jetzt also nur für die Erinnerung. Okay. Manchmal habe ich das Bedürfnis, so eine Taschenlampe anzumachen. Kennt ihr das? Wenn etwas dunkel ist und ihr unbedingt mehr erkennen wollt und... Natürlich hat sie keine Taschenlampe, das ist mir auch bewusst, aber das Gefühl, ich möchte jetzt eine anmachen, das ist immer kurz da. Wenn mir dann einfällt, dass es keine gibt. Sieh mal, da hinten. Josephs Boot. Wir sind fast da. Ja, gehen wir. Sieh mal da hinten. Da hinten? Wo hinten? Oh, sie sind hier. Da unten sind Unmengen von ihnen. Wer denn? Was Warte, denn? Ach, sieh mal.
Da unten gibt es Harz und da drüben ist ein Fass mit Verdünner. Sie haben hier mehr Teer hergestellt. Ebnen wir uns damit den Weg zum Boot. Ja. Teer, ich komme. Was für ein Tag. Ich wollte eigentlich noch mal loben, wie viel Realismus die hier auch reingesteckt haben. Mit dem, was sie gebaut haben, wie sie es gebaut haben, wie die Sachen hier aufgestellt sind und so weiter und so fort. Das ist ja... Oha, 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 oha. Ich komme nicht einfach da hoch. Ich dachte, ich muss auf die Seite. Muss ich offensichtlich nicht. Da hinten ist die Kiste. Irgendwie gedacht, dass ich von hier aus da reinkomme, aber ich sehe schon, da sind Ratten. Kann ich also gerade nicht looten.